In Burkina Faso hat die Opposition gegen die Machtübernahme des Militärs protestiert. Mehrere hundert Menschen kamen in der Hauptstadt Ouagadougou zusammen. Sie forderten freie und faire Präsidentenwahlen in dem westafrikanischen Land. Der bisherige Präsident Compaoré war am vergangenen Freitag nach Protesten gegen seine geplante Amtszeitverlängerung zurückgetreten. Er hatte fast 30 Jahre lang regiert. Die Armee sollte sich sofort aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Die Rolle der Armee sollte es sein, unser Land zu verteidigen. Ich möchte, dass sie verschwindet. Alle großen Demokratien der Welt werden von ihren Bürgern regiert, nicht von Soldaten. Der Westen möchte, dass bei uns das Militär an die Macht kommt, weil er glaubt, dann mehr Kontrolle zu haben. Aber in Burkina Faso halten die Menschen die Augen jetzt offen. Nach dem Rücktritt von Präsident Compaoré hatten sich binnen 24 Stunden zwei verschiedene Militärs zum Staatsoberhaupt erklärt. Mittlerweile einigte man sich auf den bisherigen Vizekommandeur der Präsidialgarde, Sida, als kommissarischen Staatschef. Sida hatte in einer Rundfunkansprache Wahlen innerhalb von 3 Monaten angekündigt. Die US-Regierung rief das Militär auf, die Macht unverzüglich wieder an Zivilisten zu übertragen. Es sollten umgehend freie und faire Präsidentenwahlen abgehalten werden, sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums. Die Bundesregierung gab eine Reisewarnung für Burkina Faso heraus.